Die Welt wandelt sich. Dabei krempelt die digitale Datenflut unseren Alltag inzwischen mächtig um, beruflich wie privat. Was ist wichtig, was nicht? Wie bleibe ich mit meiner Firma am Puls der Zeit? Mittendrin der MM-Maschinenmarkt, seit mehr als 120 Jahren ein zuverlässiger Lotse in der Branche. Aber auch wir grübeln immer wieder. Wohin geht der Trend? Welche Technik wird die Welt verändern? Was bedeutet das für die Menschen, die heute in der Industrie Verantwortung tragen? Und wie können wir dabei helfen? Was wäre, wenn wir einen Index hätten, der Antworten gibt, speziell auf die Fragen unserer Branche? Was wäre, wenn sich dieser aus mehreren Erhebungen unabhängiger Institutionen zusammensetzt? Was wäre, wenn sich daraus kontinuierlich die Trends der Industrie fundiert ablesen lassen? Das wär's, ein Index für den Maschinenbau, der MM-Index. Der neue MM, die aktuelle Lage der Branche auf einen Blick, fokussiert, gewichtet und eingeordnet. Das ist noch nicht alles. Das ganze Magazin wandelt sich. Beim Relaunch müssen alle ran. Die Arbeit für die Redakteure und Grafiker beginnt jetzt erst. Für das mit zwei Fingern tippende Urgestein genauso wie für die topgestylte Kosmopolitin. Tagelang haben wir uns also eingeschlossen, um bei Wasser und Brot, na gut, das ist etwas übertrieben, bei Pizza und Cola am neuen MM zu feilen. Gewichtend, bewertend und inspirierend, ein funktionelles Design in zeitgemäßer Form. Schlicht und edel erscheint der MM künftig nicht mehr im klassischen Rot, sondern in strahlendem Weiß. Der neue MM, der fokussierte Generalist.